Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, normalerweise sollte dieses Video jetzt auf den Sonntag um 8 Uhr schon laufen, aber ich schaffe es jetzt gerade erst, es aufzunehmen. Denn das, was hier drunter ist, ja, hat es in sich. Ich musste dann nochmal ein Set nachlegen, weil, ja, das musste eben halt irgendwie komplementiert werden, also komplett gemacht werden. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich für die ganzen Resonanzen von dem eigentlichen Release oder besser gesagt Job-Update. Ich habe es ja mal nicht so mit den englischen Wörtern. Aber ja, in der heutigen Zeit kommen wir wahrscheinlich nicht mehr drum herum. Ich versuche auch meine Hände etwas ruhiger zu halten. Ich habe das ja, als ich das Video bearbeitet habe, das letzte gemerkt, dass meine Hände laufend rumgezappelt haben. Und ja, das kann natürlich ganz schön wirr machen. Oder man könnte eben denken, dass ich irgendwie auf der Flucht bin. Nein, das bin ich nicht. Ich war nur so ungemein aufgeregt. Denn erstens habe ich, glaube ich, noch nie so viele Produkte auf einmal präsentiert. Und zweitens, ja. Die Followerzahl, die sich in den letzten Tagen oder ja in den letzten 14 Tagen so enorm erhöht hat, hat natürlich mein Herz zum Hüpfen gebracht, weil es ist einfach eben halt schön, wenn man merkt, dass man anderen etwas geben kann. Ich will jetzt auch gar nicht euch länger auf die Folter spannen, dass dieses Update ist eben halt unter dem Namen Schatten der Nacht. Und damit verrate ich nicht zu viel. Wir fangen mal einfach an. Tada! Es ist der Gothic-Stil und hier geht es um die Blutgräfin. Die Blutgräfin ist eine ganz, ganz böse Frau. Man hört es schon an dem Namen oder an ihrem Zusatz im Namen. Sie hat eine Leidenschaft für das Lebenselixier. Ich muss eben halt immer so ein bisschen aufpassen, was ich sage. Denn nicht, dass YouTube mich nachher sperrt aufgrund von, ja, bösen Worten. Wie gesagt, sie hat eine sehr große, ja, Leidenschaft für den Saft des Lebens, den sie sich aus jungen Mädchen zieht. Das ist ganz, ganz böse. Und sie lebt in einem ganz, ganz großen Schloss und sie mag eben halt auch die rote Rose, denn die drückt eben halt diese Lebensenergie zusätzlich noch aus. Wir haben hier ein Set mit 12 Standsteilen. Das höchste ist 6,5 und das niedrigste ist 4,8. Jetzt muss ich mal gucken, das ist hier das mit den 6,5 und die 4,8 sind diese hier, dieser Schmetterling. Es ist wirklich eine Herausforderung, richtig rot zu drucken. Das ja, kann manchmal echt in die Hose gehen, vor allen Dingen auch in dunklen Farbtönen. Aber mir ist es hier wirklich richtig gut gelungen. Ich habe mich so gefreut. Angefangen hat es aber eigentlich mit dem folgenden Set. Hiermit fing eigentlich alles an. Ich habe diese Ladies gefunden. Und das ist die Blutgräfin Ahnengalerie. Also es gehört mit in dieses Set rein. Das sind nämlich all die Frauen, die schon in diesem Schloss gewohnt haben und sich eben halt ja, schön gehalten haben mit diesem Lebenselixier, mit diesem Lebenssaft. Und dieses Set habe ich jetzt aber eben gerade erst noch fertiggestellt, obwohl das eigentlich der Auslöser des Ganzen, was jetzt hier noch folgen wird, gewesen ist. Ja, dieses Set hier kommt mit 13 Standsteilen. Da haben wir wieder meine 13. Ich liebe diese Zahl. Und auch hier sind die Standsteile zwischen 5,6 und 4,8. Ich sehe gerade, ich habe es auf dem Vorschaubild nicht raufgeschrieben. Aber die sind hier alle ungefähr 6,5 bis auf diese beiden. Und man kann, denke ich mal, doch ganz gut sehen, dass das jetzt hier die 4,8 ist. Auch das ist auf weißem Cardstock. All das, was ihr hier seht, kommt auf weißem Cardstock. Warum, werdet ihr gleich sehen. Also nicht alles, aber eben halt auf weiß. Zumal
das Rot und das Schwarz auf Weiß eben halt am besten wirkt. Wenn man es dann doch in Brauntönen eher haben möchte, dann müsste man sich die Ränder eben halt einfärben. Aber die Frauen wirken dann nicht mehr so blass. Sekunde. Wenn ich es auf cremefarbenen Cardstock eben halt drucke. Und deswegen, ich komme jetzt noch mal ein bisschen näher. Die anderen waren ja doch ein bisschen besser zu sehen gewesen. Und zeige euch die ganzen Gräfinnen mit dem dementsprechenden Vorsatz. Ja, und es geht ja nur nichts, weil das ist eben halt Albenkartengröße. Und deswegen gibt es jetzt hier auch ein Designpapier. Das nennt sich natürlich auch die Blutgräfin, weil es eben halt einfach perfekt dazu passt. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich es richtig rumhalte. Nicht, dass ich euch das auf den Kopf zeige. Das sind 10 Seiten. Ja, ich weiß, das ist ganz schön üppig. Normalerweise mache ich so eine Set auch gar nicht unbedingt so groß, aber ja, die Junk Journals sind ja meistens doch Krokodile, wie ich mitbekomme. Und deswegen musste dieses Set eben halt dann doch so umfangreich sein. Und was bei diesem Set auch noch ist, es ist beidseitig bedruckt. Auf der Rückseite habt ihr eine graue Grundlage. Ich habe es nicht ganz schwarz gemacht, sondern eben halt eher so einen gräulichen Ton. Und so sind die Seiten auf der Rückseite eben halt nicht weiß, weil das ja viele halt abschreckt. So, habe ich es jetzt wieder richtig rum? Ja, so rum wird ein Schuh draus. Also, das ist Seite 1. Hier haben wir dann Seite 2. Ihr seht, auch hier ist bei der einen oder anderen Seite oder bei dem einen oder anderen Design eben halt auch ein bisschen braun mit drinnen. Das ließ sich nicht vermeiden. Und es ist eben halt, rosenlastig. Die Blume des Lebens. Das ist hier auf 120 Grammatur, also auf die 120er Grammatur. Wie gesagt, auf der Rückseite ist überall dasselbe Design. Und es ist eben halt im Fotodruck gedruckt. Also die Seiten sind hier immer noch nicht ganz trocken. Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Das braucht doch seine gewisse Zeit. Ja, hier haben wir das nächste Design. Wenn ihr sagt, euch ist dieses Set zu groß, dann schreibt mir das bitte runter in die Kommentare. Dann mache ich da nochmal, 2 Sets, wo man sich dann eben halt entscheiden kann, will man Set 1 oder Set 2, dann splitte ich das auf 5 Seiten. Es kann ja gut möglich sein, dass euch das eben halt zu viel ist mit 10 Seiten. Ich war mir nicht so ganz sicher, deswegen habe ich es jetzt erstmal so gemacht. Und auch hier kommt das Rot eben richtig gut zur Geltung. Hätte ich das auf cremefarbenem Papier gedruckt, dann wäre das wieder alles verfälscht und das wollte ich bei diesem Set definitiv nicht. So, das ist das Junk Journal Papier, die Blutgräfin. Und dann geht's weiter. Sekunde, ich muss hier mal kurz was umblättern, mich hier mit meinen Papieren nicht durcheinander komme. Es baut auf. Man kann es einzeln benutzen, man kann es aber auch ebenso gut dazu benutzen. Hier haben wir Prinzessin der Nacht. Es sieht einfach nur traumhaft schön aus. Wer jetzt nicht auf das erste steht, der mag vielleicht sich damit anfreunden. Wir haben hier 3 weibliche Figuren mit drin. Wir haben 2 Kelche drin. Wir haben wieder ein wunderbares Schloss. Diesmal ein Brunnen, der sehr lieblich aussieht. Wir haben zwar hier einen Rabe mit Totenkopf. Ach nee, wir haben sogar 2 Raben und 3 Kelche, Entschuldigung. Wir haben einen Schmetterling mit drin und alles eben halt in diesem Rosendesign, was sich eben halt mit dem ersten Set wunderbar ergänzt, aber eben halt auch allein stehen kann. Hier sind die Stanzteile 8 cm hoch
Und das kleinste ist dieser Kelch mit 4,2 Zentimeter hoch. Es sind 14 Stanzteile und ja, 300er Cardstock in Weiß. Und das wird auch nur in Weiß angeboten. Und auch hier geht nichts ohne ein Designpapier. Und da habe ich mir das einfallen lassen. Auch das ist von der Rückseite wieder mit dem Grau bedruckt, sodass man das wirklich für dieses Junk Journal, wenn man die Sets kombinieren möchte, eben halt sehr, sehr gut verwenden kann und sich dann eben halt das Einfärben mit Grau erspart. Ja, hier haben wir eben halt so ein Spitzenmotiv. Hier ist Schrift mit eingelassen. Auch hier haben wir Spitze am Rand. Dieses Set besteht aus 4 Seiten. Und auch die Blätter sind noch gar nicht richtig trocken. Es ist echt Wahnsinn, obwohl es draußen so warm ist. Ja, und hier haben wir eben halt auch ein paar Blümchen oder so. Ja, hier sind so Pünktchen drauf, also diese Dottings. Fand ich sehr faszinierend. So. Ja. Und dann geht's weiter, weil das war noch lange nicht alles. Ich habe ja gesagt, Schatten der Nacht. Und deswegen kommt jetzt Vogel der Nacht. Ja, es ist immer nicht so einfach, Namen zu finden. Auch dieses Set, finde ich, kann für sich alleine stehen, kann aber eben halt mit den anderen beiden Sets gut kombiniert werden. Ja, wir haben hier eben halt schöne einzelne Rosen drinne. Und ich weiß ja, dass ihr eben halt viele Elemente in euren Junk Journals verarbeitet, weil das hat hier so einen leichten Watercolor-Look, ist es eben halt angehaucht. Und ja, von daher, ich fand es einfach cool und ich wollte dem Wunsch mit den Raben endlich mal nachkommen. Und ja, es passte eben halt einfach in dieses gesamte Konstrukt, was ich mir da überlegt habe. Denn im Gothic-Stil, so nenne ich das jetzt mal, ich habe es, also sowieso unter den aktuellen Sachen ist es mit eingepflegt im Shop, aber eben habe ich auch unter Fantasy und dann in der Kategorie Gothic drinne. Denn ich glaube, dass das dann eben halt so in diese Sparte hineinfällt. Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus. Mich haben eben halt einfach nur die ganzen Motive so geflasht, dass ich da euch eben halt diese Sets zusammenstellen wollte. Und ja, auch hier gibt es ein Designpapier, was aus 6 Seiten besteht. Auch hier haben wir wieder diesen grauen also diese graue Rückseite. Und dieses Papier ist einfach nur ein Traum. Ja, weil man damit eben halt dann doch noch eine ganze Menge machen kann. Es ist nicht zu überladen. Und es sieht, ja, es sieht einfach schön aus. Das bietet sich an, für die Mitte einer Signatur eben halt zu verwenden. Ich habe so eine Seite nicht so oft, aber hier fand ich das einfach nur cool. Weil, ja, es sieht cool aus. Ja, hier haben wir wieder auf der Seite so ein bisschen Geschriebenes und hier wieder diesen Raben, hier unten so ein bisschen wie Wald. Hier sind auch so ein paar ganz zarte goldene Sprenkler drinne. Auch diese Seite würde sich für die Mitte einer Signatur wunderbar eignen. Und es ist auch nicht zu düster, weil es sind eben halt immer wieder Elemente mit drinne, die das Ganze so ein bisschen auflockern. Und wenn man es düster will, dann kann man ja hier was anderes drüber kleben, sodass das dann wieder in den Style hineinpasst. Und dann haben wir hier die 6. Seite. Auch die sieht total cool aus. Ja, meine Lieben, ich dann bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen mit diesen Sets hier ja, glücklich stimmen kann, dass er sowas dann eben halt auch bei mir findet. Ich werde so eine Specials jetzt öfters mal machen zu bestimmten Themen. Immer dann,
wenn ich eben halt so viel Material finde, dass ich das eben halt zusammenpacken möchte und eben halt dann separiere von dem eigentlichen Shop-Update, weil ja die Aufmerksamkeit dann darauf eben halt besser gelegt ist. In dem anderen Video hatte ich bei dem kleinen Zauberlehrling Edori gesagt, das sind ja 10 Motive. Nein, es ist ein Set aus 10 Teilen. Ich entschuldige mich für den Versprecher. Nicht, dass jemand denkt, da, ja, was auch immer er denkt. Ich wollte das einfach nur gerade stellen, dass das Set insgesamt 10 Elemente beinhaltet, wobei ich die Schriftzüge als 1 gezählt habe, ja. Da stand ja magische Grüße und magische Grüße, das ist für mich ein Standsteil. Also es sind 7 Figuren und 3-mal dieser Schriftzug und somit wird ein 10-teiliges Set draus. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt einen zauberhaften Sonntag. Ich werde ihn jetzt hoffentlich auch gleich noch ein bisschen genießen. Das Wochenende bestand jetzt nur aus Arbeit. Aber es macht mir eben halt so eine Riesenfreude. Und ja, als nächstes muss ich mir natürlich Gedanken machen über ein Dankeschön für die 850. Denn ja, 8 plus 5 ist 13 und die 13 ist meine Glückszahl. Der 13. Buchstabe im Alphabet ist das M wie Martina, auch wenn ich meistens nur Tina genannt werde. Aber für mich hat die 13 eine schöne Bedeutung und umso mehr freue ich mich, dass ich es jetzt geschafft habe. Am 8.5. sollte es leider noch nicht so sein, denn das war mein Geburtstag und das war die Frage, die ich ja gestellt hatte, warum mir die 850 so wichtig sind. Mein Designteam wusste es, aber die wussten auch meinen Geburtstag. Die wenigstens, also es ist keiner drauf gekommen, aber es ist ja auch nicht weiter schlimm. Umso mehr freue ich mich, dass ich es jetzt dank euch eben halt geschafft habe. Und ja, wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank. Euer Kreativfalter. Ciao.